Willkommen zurück, lieber Sportsfreund, zu NBA 2K18. Es geht weiter mit den Dallas Mavericks. Wir stehen bei 3:3. Wir können uns gerade eben noch nicht so richtig entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Wir verlieren, wir gewinnen. Wir verlieren, wir gewinnen. Ja, danke, Cursor spinnt. Dann gewinnen wir, dann verlieren wir. Ja, vielleicht schaffen wir es ja auch mal, eine kleine Serie zu starten. So. Wir haben in der letzten Folge natürlich auch unter anderem das letzte Spiel verloren gegen die Indiana Pacers, weil unser lieber Malkmus meint, er muss irgendwie shooten wie ein Bekloppter. Und das, obwohl ich ihn nicht mal als Scoring Option eingetragen habe, oder? Doch, ich habe ihn als... Das ist jetzt mal der erste Akt, dass ich ihn da rausnehme. Dafür ist seine Wurfquote einfach zu schlecht. So. Jetzt ist die Frage, ob ich... Also, dann gebe ich ihm mal weniger Minuten, ne? Weil das kann uns einfach überhaupt nicht gefallen. Oder beziehungsweise, vielleicht spielen wir auch tatsächlich mal in dieser Kombination. Dass Shepard startet mit 36 Minuten einfach auf der 4. Und Malkmus kommt mal von draußen. Denn ich glaube, man kann bei einem Spieler direkt das gar nicht einstellen. Können mal ganz kurz schauen. Spieler bearbeiten. Trikot 20. Tief aufposten. Ne, da kann man bloß Spielzugtyp einstellen. Nee. Aber bei Shepard könnten wir doch eventuell... Wie groß ist Shepard denn? 2-3. Und wie ist sein Postspiel? Das sieht man, glaube ich, jetzt hier nicht, sondern bloß in der größeren Anzeige. Passübersicht. Post. Ah, ist natürlich nicht so geil. Ist natürlich nicht so geil. Nee, dann lasse ich das. Dass ich ihn noch als... Ich wollte ihn als zweite Position den Power Forward eintragen. Aber das macht dann wenig Sinn. Also wenn, dann kann ich ihm den Shooting Guard noch eintragen. Okay. Scouting her. Stimmt, da muss ich mich auch noch drum kümmern, um die Lotterie-Picks. Da wollte er ja auch unbedingt welche haben. Aber wen dafür hergeben? Wen dafür hergeben? Ich muss mir die Jungs im Allgemeinen überhaupt erstmal anschauen, wenn dann der erste Bericht reinkommt. Aktuell gibt es da, glaube ich, noch überhaupt nichts. Michael Porter, Kostja Muschidi, Luka Doncic, Drevon Duval, Colin Sexton. Ja, ich würde sagen, aber der muss ja jetzt gleich mal irgendwie kommen, der nächste Scouting-Bericht. Training, Spiel drehen. Ja, dann kommt Back-to-Back, dann kommt eine Pause. Ja, ist okay, können wir so lassen. Das können wir erstmal so lassen. Und jetzt bin ich gespannt, wie es so läuft in der Kombination. Oh, okay. Paul George mit 21, Covington mit 14, Shepard mit 14, Malkmus mit... Ja, und dann hat er wieder solche Quoten. Das ist ja völlig okay. Also was heißt völlig okay? Das ist sogar sehr, sehr gut. Aber er hat halt zwischendurch immer mal so Spiele, wo er dann einfach viel zu krank shootet. Und McConnell ist so ein krasser Assistgeber. Ist auch echt heftig. Auf der anderen Seite... Na, so viel schlechter war das gar nicht. Dementsprechend auch bloß 5 Punkte Unterschied. Ich bin jetzt gerade... Ah, ich weiß nicht. Whiteside... Es gibt tatsächlich einen Spieler, den ich auf der Position sehr, sehr gerne mag. Mehr mag als Whiteside. Und Whiteside ist auch noch unentschlossen. Kann das mal ganz gerne zeigen, ne? Den Center Trade.
keine Trade-Suche, sondern Spielersuche. Ja. Cousins halt, aber Cousins ist halt dann leider auch noch der beste Center momentan. Und spielt bei den Bulls. Okay, also die Chicago Bulls haben sich in der Free Agency Cousins geschnappt. Towns, das passt, Embiid passt, Jokic passt, Jordan, Gasol, Gobert passt auch nicht mehr. Whiteside ist auch jetzt nicht mehr bei den Heat. Aber das ist ja schon länger so. Petrovic. Ich weiß es nicht. Kann bis zum 15. Dezember nicht getradet werden. Wie sieht es denn bei Karl Anthony Towns? Gibt es keine Angebote? Auch hier keine Angebote. Auch hier keine Angebote. Ja. Okay. Dann in dem Fall. Okay, Cousins kriegt 55 Millionen auf 2 Jahre verteilt. Also 27. Was kriegt Whiteside gerade bei uns? 25. Das ist fast das Gleiche. Das ist fast das Gleiche. So, Whiteside fühlt sich schlapp. Dann startet mal Spades. Wir werden ein klein wenig durchrotieren. Auch wenn das voll nach hinten losgehen kann. Jetzt mache ich mal was ganz Verrücktes. Mike Miss stelle ich als Center rein. Spades von draußen. Egal, wir probieren es einfach mal. Gegen wen spielen wir dann? Gegen die Trailblazers, ist ja okay. Kann jetzt einfach nur in die Hose gehen oder kann funktionieren. Globale spielt, aber hatte das jetzt übernommen? Ja. Achso, Covington kann ich mittlerweile auch mal wieder raustun und Seth wieder reinschmeißen. Das habe ich ganz vercheckt. Ansonsten sind die Jungs ja on fire, aber leider noch nicht sichtbar auf unserem Win-Lose-Table. Ah, der komplette Zerstörung. Boah, okay, das sah zwischenzeitlich so aus. Und dann im 4. Mal wieder unnötig spannend gemacht. Paul George mit einem Double-Double. Seth meldet sich mit 24 Punkten zurück. 1 von 6 Dreier. Das ist natürlich schlecht für seine Verhältnisse. Shepard mit 15 Punkten. Harris mit 15. Mike Miss mit einem schönen Double-Double. Okay. Und Spades mit 9 Punkten und 6 Rebounds. Also, das ist völlig okay. Und McConnell macht halt wieder 11 Assists. Das ist so crazy. Also, war ein ganz netter Versuch. Jetzt werde ich aber mal wieder das Ganze so hindrehen, dass es wieder normal ist. Whiteside wieder rein. Shepard die Minuten ein klein wenig wegnehmen. Aber Malcolm ist trotzdem mal weniger Minuten geben. Ja, 30 Minuten als sechster Mann ist schon ein klein wenig viel. Ich kann Paul George nicht noch mehr Minuten geben. Der dreht mir sonst irgendwann durch. Whiteside gebe ich 34. Ja. Komm, packe ich sie hier noch drauf. Wobei er Harris gar nicht spielen lassen würde. Naja, aber solange Dennis Smith Jr. verletzt ist, was willst du da machen? Okay. Und gegen meine geliebten San Antonio Spurs. Johnson und Olynyk für Whiteside und ein Erstrunden. Was ist das für ein Angebot? Nein. Aber ich glaube, jetzt kommt der erste Scouting-Bericht, oder? Wir müssen das Spiel gewinnen. Legen Sie sich schon mal eine entsprechende Spieltaktik zurecht. Die habe ich eigentlich schon. Wenn ich ehrlich bin, habe ich ja gerade eben eingestellt. Da musst du wieder irgendwas rumfummeln. Oh. Stimmt.
Das war nicht richtig eingestellt. So, dann passt's ja. Dennis Smith Jr. ist schon wieder im Kommen. Wenn Payne gerade cold ist, dann hau ich hier jetzt mal Young rein. Also ich versuche da jetzt auch in Zukunft einfach ein klein wenig mehr zu rotieren. Gegen... Also Texas-Duell. Was ehrlich gesagt für uns ziemlich übel ausgeht. Ziemlich übel. Plus 2 Entwicklung und Belastbarkeit für alle Spieler. George mit 20, Whiteside mit Double-Double, Mike mit 10 und dann... Ja, wenn das vom Scoring her so schlecht ist, kann es überhaupt nichts werden. Was, Wade spielt bei den Spurs Lopez, Murray, Mills, Gasol? Wo ist Leonard? Oh, Leonard ist verletzt. Was hat er denn? Na, okay, er wurde nur geschont. Ja, und dann verlieren wir trotzdem. Was macht ihr denn? Also, das ist jetzt kein Spurs-Team, wo man sagt, da muss man irgendwie Angst vor haben. Ich bringe sie noch nicht ins Rollen. Ich bringe sie noch nicht ins Rollen. Es wird jetzt auch mal Zeit, dass Dennis Smith Jr. zurückkommt. Training ist schon noch richtig eingestellt, oder? Auf Dreier, ja. Wobei ich wahrscheinlich momentan gar nicht großartig über den Dreier spiele, aber logisch. Wir haben noch nicht die überkrassen Dreier-Schützen. Die müssen sich erstmal entwickeln. So, Pressekonferenz am 10. November. Seth Curry hat sich beklagt, dass er nicht genügend Spielzeit bekommt. Wie schwierig ist es, die Egos aller ihrer Spieler unter einen Hut zu bringen? Nicht schwer. Es ist überhaupt nicht schwer, weil alle Spieler Profis sind und auch einfach nur ganz normale Menschen. Kriegt nicht genügend Spielzeit? Also, ja, eigentlich schon. Wir können mal gucken, Spielerzufriedenheit. Die sieht eigentlich okay aus. Wobei die von Seth tatsächlich nicht so überragend ist. Ja, wir sind schon dabei, aber 5-4 ist natürlich nicht das, was wir als Start haben wollten. Ne? Also jetzt gegen die Pistons wäre ein Sieg ehrlich gesagt schon mal ganz schön. 98 zu 105. Das sind wieder die typischen Situationen, da gehst du rein und ist schwierig noch zu gewinnen. Also, wenn es nach 20 Spielen nicht besser läuft, dann muss ich mich selber hinterfragen. Dann muss ich irgendwas ändern. Training, Taktik oder sonst irgendwas. Tipped away. Nice ball movement by Detroit. And it's Harris off the drive. Excellent D there from George. Mavericks trail by 7. Jackson and Bradley are in the backcourt. Andre Drummond is out there. Das ist in der letzten Folge ja schon angesprochen. Das ist ein Wahnsinn. That's the group for Detroit right now. Das ist einfach, für mich ist es sogar ein Spielfehler, bin ich jetzt ehrlich. Harris outside. From deep. That one doesn't go. Some solid defense there from Jackson. Shot from 12. Oh, piece of it. Zweimal eine schöne Defense. Und jetzt muss er einfach total mega gut abgeblockt. Harris against George. Ja. Und jetzt geht's durch die Mitte. Jetzt geht's durch die Mitte mit Paul George. Pistons leading by 5. Jackson. Der ist cold. Jackson. Und die nächste geile Defense. Komm, George, drück ihn den Dreier rein. Ja, Mann! Wichtig. Und dann geht der George zum Schiri. Alter. Leicht aggressive. Bradley. Harris. Drummond with a screen on George. Here's Harris. Schöne Defense. Schöne Defense. Und der Pass zu Malkmus. Und Malkmus ist von da draußen hot. Aber nicht so hot, dass er den reinmacht. Das war leider ein ganz wichtiger Dreier.
Ich weiß auch nicht, wie es foultechnisch aussieht. Ich habe keine Ahnung. There's a good screen. Five to shoot. There's Jackson with the three. Der ist cold, der darf nicht gehen. Now you need every basket you can get. That's the only way they're going to come back. And even that. Ja, schön Whiteside, danke. Second chance Ausgleich. It's the way the game is supposed to be played. Guys competing at the highest level. Jetzt vielleicht irgendwie ganz, ganz blöde Situation, weil die Pistons haben den letzten Wurf. Wir sind zwar im Bonus. He must have been feeling great coming into the building tonight. Because once he hit the court, it aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es foultechnisch aussieht. Bradley against Kerr. Und der Gott. Rückspiel. Rückspiel. Alles richtig gemacht. Und jetzt gehört der Ball uns. Can really shift momentum. There's 10 seconds left. Und dann so ein geiler Pass von Whiteside, wo ich eigentlich direkt weinen könnte. Down low, here's Whiteside. It's good. Ja, also Drummond, keine Ahnung, was du da gemacht hast, aber vielen Dank für noch mit Vorsicht zu genießen und wahrscheinlich den Game Winner. Aber jetzt muss ich mich bloß mit Whiteside eigentlich gescheit hinstellen und jeden Wurf irgendwie abblocken. Ja. They need something quick. Und das ist der Sieg für uns. Also noch gedreht. Mal ein Erfolgserlebnis, wenn wir reingehen. So a close game sees Dallas taking this one. This win, such a tremendous emotional. Thank you, David. Great interview. Ja, aber solche Siege brauchst du jetzt auch mal. Tonight, folks, for our broadcast. For Greg Anthony, David Aldridge, Steve Smith and the rest of our terrific 2K Sports Crew. Aber mal der schöne Dank, der wichtige Dreier. Paul George wahrscheinlich auch unser bester Mann, würde ich jetzt mal behaupten. Also hier Jackson mit 22, 10 von 15, das ist natürlich bärenstark. Bradley dahinter, Harris, Drummond, vom Scoring her gar nicht so schlecht. Wir haben Paul George ganz oben, Seth dahinter. Seth gefällt mir richtig gut, also vom Scoring her, der kommt jetzt langsam rein, auch wenn 8 von 23 natürlich nicht optimal ist. Und dann haben wir zwei Double-Double-Maschinen einfach in unserem Frontcourt. Shepard von draußen. 9-6 ist auch völlig okay. Ja, Step by Step. Dass nicht alles von Anfang an laufen kann, das ist einfach klar. Aber jetzt haben wir zumindest schon mal 6-4. Als nächstes geht's gegen die Cavs. Dennis Smith Jr. ist immer noch nicht ganz da. Ist immer noch nicht ganz da. Kann sein, wenn ich jetzt bis dahin simuliere, dass... Wahrscheinlich, oder? Ich simuliere mal. Gasol und Queen gegen Whiteside und Covington. Nein. Nein, nein, nein. Oh, wir gucken. Nein. Also noch nicht einsatzbereit gegen die Cavs. Also Paul George muss da auf jeden Fall durchbrettern, alleine wegen LeBron James. Ja, ansonsten, vielleicht kann ich hier die Minuten noch ein bisschen wegnehmen und Mike muss mehr draufklatschen. Aber an sich müsste das passen. Coaching. Ach nein, nicht Coaching. Training. Ist natürlich sehr hoch. Mache ich jetzt auch mal runter auf Mittel. Weil sonst sind nämlich wieder alle ausgepowert. Ja, dann nehmen wir das Spiel gegen die Cavs noch mit. Jetzt kommt er wahrscheinlich damit, dass Dennis Smith Jr. wieder ein. Das war so klar. Wobei man jetzt ehrlich sagen muss, das fällt mir jetzt gerade echt schwer, weil McConnell als Assistgeber halt einfach der absolute Wahnsinn war. Ja, es passt 28. Oder nee, ich gebe ihm sogar nur 26 Minuten, ne? Weil Dennis Smith Jr. hat sich jetzt schon ein paar Mal verletzt. Gegen die Cavs. Und das gibt einen brutalen Schlagabtausch, den wir. Ja, muss man ehrlich sein, bei 1,40 noch
Ist die Frage, ob wir den Ball haben oder nicht. Das ist immer die Frage, hast du den Ball oder nicht? Wenn du jetzt die Possession reinmachst, dann ist alles drin. Aber wenn die Cavs jetzt den Ballbesitz haben, bei 1,40. Dann ist es schon fast zu eng. Und wir haben den Ball, okay. Dann ist es noch machbar. 1:39 left here in the fourth quarter. LeBron and Love, the two stars at the 4 and the 5. And it's Rose and it's Baldwin in at the 3, the small forward. Und that's the 5 for Cleveland right now. Und LeBron, James schenkt uns dieses Foul. Das kann auch wichtig werden, weil erstens sein fünftes. Und eventuell spielt der Bonus ja auch gleich noch eine Rolle. Derrick Rose. Und der gehört auch wieder uns. Und das nächste Foul. Und ich habe es gerade eben angesprochen. Dieser Bonus kann noch eine Rolle spielen. Fällt. Ich glaube, bei Dennis Smith Jr. muss ich unbedingt mal die offensive Konstanz trainieren. Das ist punktetechnisch einfach. Und der gehört wieder uns. Was ist denn jetzt mit Smith los? Mike Miss. Und macht ihn rein. And one. Wir nehmen die Cavs jetzt kurzzeitig mal richtig in die Mangel. And what a finish we have in store. It's amazing to think of what they've done here, being behind so long. Now they have a legitimate chance to win this thing. So we get the whistle, contact on the way up, and two shots coming up. Es war trotzdem eine richtig krasse Defense. To give, but you want to use it on the ground. Oh, das wird noch ein wichtiger Schlagabtausch. Macht leider beide rein. And that gives them the lead. A good guy to have on the free throw line when the score is close. And he takes care of business as usual. And it's going to be two free throws. Das nächste Foul von Thompson. I love how hard Smith goes. Ah, schön. Remarkable at driving to the rack and taking. Ja, noch der fällt. So making both free throws. That'll give them the lead here. And how about the Alter, okay. Dennis Smith Jr. jetzt schon auf 15 Punkte hochgeschraubt. And he knocks them both down. Here's Baldwin, defended by George. Und das nächste Foul. Scheiße, Alter, Baldwin ist ja immer leicht schwierig zu stoppen. He sinks the clutch free throw. Damit ist der Druck wieder bei uns. And that's how you do it. Free throws can make a huge difference in a tight game. Und ich komme wieder über den Drive. Alter. Shocking there. That one's amazing. Der hat Poltor stehen bitte reingebrettert. Ich hab gedacht, den verlegt er, dann war das ein Left-Hand-Dunk. Also wenn natürlich die rechte Seite so schön offen ist, dann versuche ich dort natürlich auch durchzustoßen. Und jetzt müssen wir echt zusehen, dass wir moving, getting to the basket at will, and just seemingly taking advantage of a D that was reluctant to get in his way. Okay, well, let's go das nächste Foul, das gibt es nicht. Kevin, during the last break, das war auch eine richtig bärenstarke Aktion von Derrick Rose. This game wasn't over yet. He said, don't give up. If you make a few big plays, we're right back in this game. Macht er auch rein. Back to you, Kevin. Okay. And you gotta love watching Rose play the game. His intense style can be infectious. Boah, was war das für ein Pass? I think it really does elevate his teammates. Smith kicks to George. Nailed. Ja! He is just so Paul George macht ihn rein. For when the pressure is at its highest. Ay. They're behind by one. We got 22 seconds left in the jetzt nur noch Defense. Hey, what do you think? Der Ball. Der Ball geht zu Kevin Love. Derrick Rose. Derrick Rose nimmt ihn. Und der muss uns gehören. Ich glaub's nicht. Der Ball, der muss schon lange uns gehören. Der muss schon lange.
Ich wollte gerade sagen, den darf jetzt nicht. LeBron outside. Nein. Shoots over Curry. Nein. Du willst ganz ehrlich alles in den letzten 5 Sekunden haben, aber nicht, dass Seth gegen LeBron James steht. Deswegen habe ich jetzt Whiteside noch schnell dazu geholt und wollte eigentlich umswitchen. Ne? Alright, David, thank you. And that'll wrap it up, folks. Ja, das. Ey. Also souveräne Siege sind bis jetzt noch nicht so ganz unser Ding. Baldwin mit 23-7-12, das ist natürlich echt schon richtig stark, fast ein Triple-Double. Kevin Love mit 21, souverän von der Dreierlinie. Crowder auch 4 von 6 von der Dreierlinie. Also scoring-technisch? Aber es sieht fast so aus, als wenn Baldwin LeBron James abgelöst hätte, oder? Von den Minuten her. Na, schauen wir mal bei uns. Seth 20, George 19. Mike Miss 19, Shepard 18, Smith Jr. 15, McConnell 15. Sieg. Fertig. Wie ist am Ende sowas von scheißegal? Viele Freiwürfe, viele Drives. Ein wichtiger Zweier von Paul George und am Ende mit der Defense Glück gehabt. Und damit stehen wir bei 7-4. Und wir rücken auf die 3 hinter die Golden State Warriors, überholen damit Oklahoma. Die haben aber auch. Ja, spieletechnisch sieht man da doch noch den einen oder anderen Unterschied. Aber trotz allem, wir stehen ganz gut da. Und das waren jetzt, wie viele Siege in Folge? 2. Aber wir gegen die Spurs leider verloren haben. Shit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Dann geht's gleich gegen die Boston Celtics und gegen die Clippers. 2 geile Matches. Mal schauen. Vielleicht zocken wir auch da mal wieder eine Runde von Anfang an. Ich bin raus, dein Max. Ciao.